Ja, hallo liebe Leute, zur 19. Folge City Skylines 2. So, heute wollen wir, ja was wollen wir denn heute? Hafen wollten wir bauen. Wir müssen mit einer Fußgängerbrücke anfangen. Und als allererstes würde ich gerne mal jetzt wieder ein paar Wohnhäuser upgraden. Wir brauchen, glaube ich, wieder, haben wir jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Der Bedarf ist schon wieder groß. Oh Gott, hier brennt's. Oh nein, hier brennt ja alles. Um Gottes Willen. Wartet auf Leichenwagen, oh Gott. Das geht ja super los. Oh je, und die Feuerwehr steht wahrscheinlich im Stau, ne? Wo ist das Feuerwehrauto? Brand. Da muss doch eigentlich... Ach du Schande, seht ihr das? Das ist ein großes Hochhaus. Jetzt klicken wir da drauf. Guck mal, ankommende Fahrzeuge, 48... Das sind alles Leichenwagen. Ist da jeder verbrannt da drin? Sind die alle tot, die da gewohnt haben? Da sind 55 Haushalte drin und sie warten auf 46 Leichenwagen. Hoppla. Hoppla. Na, ich hoffe, da kommt auch eine Feuerwehr oder so. Also ich sehe jetzt, das ist niedergebrannt. Okay. Okay, das reißen wir vielleicht gleich mal ab. Können sie neu hinbauen. Ja, und warum kommt hier keine Feuerwehr? Da müsste doch auch eine Feuerwehr unterwegs sein. Ist aber nicht, ne? Ha! Wo ist denn die nächste Feuerwache? Die war doch hier vorne. Hier ist doch eine Feuerwehr. Da ist kein Fahrzeug aktiv. Warum? Da kommt... Das brennt... Das fackelt einfach ab. Warum kommt da keine Feuerwehr, um Gottes Willen? Wir haben doch hier... Hier ist doch grün. Hier ist grün und da vorne ist die Feuerwache. Das ist jetzt wirklich nicht weit weg und da ist kein einziges Fahrzeug aktiv. Ne? Haben die Betriebsferien? Eieiei. Ah, ich kann es noch nicht wegmachen, weil es noch brennt. Müssen wir dran denken, dass wir das gleich neu hinsetzen. Das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Naja. Gut. Leben wir mal damit. Kann ich euch jetzt auch nicht sagen, warum da niemand kommt. Aber wir können Gebäude upgraden. Das können wir auf jeden Fall machen. Das werde ich auch tun. Hier mal ein bisschen. Und ich denke, hier hinten raus. Das reicht dann erstmal. Damit müsste der Bedarf, glaube ich, gedeckt sein. Und dann werde ich hier vorne das Kleinzeug auch noch upgraden. Hier ist ja Gewerbe. Das heißt, da brauchen wir keins extra. Also machen wir das mal hier. Ja, ich würde sagen, wir machen den ganzen Block. So, so, habe ich noch was vergessen? Hier, glaube ich. Wunderbar, dann können Sie hier mal das tauschen. Dann brauchen wir wieder ein paar Büros, sehe ich gerade. Da müssen wir dann mal gucken, wo wir die hinsetzen. Aber jetzt würde ich als erstes gerne hier vorne eine Fußgängerbrücke machen. Hier habe ich nämlich gesehen, hier sind 1000 Leute unterwegs. Und hier vorne ist noch eine Kreuzung, die passt mir gar nicht. Da ist auf der Hauptstraße mit Zebrastreifen und Ampeln. Das ist nicht das, was wir hier haben möchten. Das heißt, die Ampeln kommen weg. Der Zebrastreifen kommt weg. Sorry, Leute, aber ihr kriegt hier einen Fußgängerüberweg. Den sollten wir hier dann hinmachen. Ich würde mal sagen, wir haben rausgekriegt 6,25 Meter. Na, 7,5, noch eins kleiner. 6,25 Meter reicht für eine Brücke. Jetzt komme ich nur nie runter da drüben, ne? Da muss halt wahrscheinlich ein Wohnhaus weg. Aber das ist okay. Das machen wir erstmal so. Und dann wäre das gut, wenn wir das direkt da vorne an die Universität angeschlossen bekämen.
So, ja, perfekt. So. Könnt ihr nämlich dann darüber auf die andere Straßenseite. Jetzt müssen wir nur hier runter und dafür muss dieses eine Wohnhaus weg. So leid es mir tut. Hier wohnt niemand. Weg damit. Und dann kriegen wir hier die Fußgängerbrücke runter und dann haben wir es ja schon. Huch, was macht denn meine Brücke hier? Jetzt. So, bis runter. Und dann hier ran. So. Könnt ihr auch einen kleinen Zebrastreifen hinmachen, das ist von mir aus in Ordnung. So, und jetzt kommen die Leute nämlich auch auf die andere Seite rüber und müssen hier nicht mehr über die große Hauptstraße. Das wird vermutlich auch jemand schön, dass der Laternenpfahl direkt vor dem Weg ist, ne? Ach, das ist kein Laternenpfahl, das ist die Oberleitung der Straßenbahn. Na gut, wir gucken, wo wollen die Leute eigentlich alle hin? Nach da hinten. Also hier haben wir ja auch schon eine Brückenrundweg gemacht, der gut genutzt wird. Damit ist auch die Straße frei. Hier fließt der Verkehr mittlerweile auch wieder. Da war ja ordentlich Stau. Den haben wir aber dadurch behoben. Also Fußgängerbrücken lösen echt Stauprobleme gewaltig auf. Also diese Zebrastreifen, die sind echt gefährlich auf großen Verkehrsadern. Seit ich damit mit Fußgängerbrücken arbeite, läuft das 10-mal besser. Es wäre halt auch gut, wenn man hier dann nochmal irgendwie eine hinmacht. Ne? Hier sind auch Zebrastreifen überall. Hier fahren jetzt noch nicht so viele Autos, aber das ist halt wahrscheinlich der nächste Punkt, wo man dann mal gucken muss. Hier sind auch noch Ampeln, das ist auch nicht gut. Also ich glaube, man kann da schon. Ich mache den Zebrastreifen hier mal weg. Ich glaube, man kann da schon noch sehr viel optimieren. Ne? Hier sind überall Ampeln, sehe ich gerade. Das ist auch alles das, was wir hier eigentlich nicht möchten. Weg, weg. Da kann man, glaube ich, noch viel optimieren, aber das machen wir dann, glaube ich, immer dann, wenn es sich irgendwo staut, weil aktuell ist die Straße hier ja absolut frei. Da macht es dann wenig Sinn, irgendwas hinzubauen. Jetzt fängt es hier wieder ein bisschen an zu stauen. Warum auch immer. Es gibt eigentlich keinen ersichtlichen Grund, warum hier jetzt ein Rückstau ist. Der Kreisverkehr ist eigentlich frei. Manchmal ist es mir auch nicht ganz klar, warum das jetzt hier staut, weil der Kreisverkehr hat drei Spuren, ne? Und sie fahren halt alle nur auf der mittleren, auf der innersten. Vielleicht sollte ich noch verhindern, dass hier geparkt wird. Das ist vielleicht auch so ein Ding. Was ich auf den großen Straßen nicht so gut finde, wenn da dann ständig geparkt wird. Das mache ich auch mal hier überall weg. Hier auf der großen Straße wird nicht geparkt. Denke, bis hier erstmal passt das. Noch ein paar Bäumchen, dann sieht das Ganze auch schöner aus. Jetzt ist hier Stau. Ja, gerade erzähle ich euch, wie toll der Verkehr fließt. Ja, und schon fließt wieder überhaupt nichts mehr. Na gut, aber das lassen wir erstmal. Das passt erstmal. So. Wohngebäude haben wir hingekriegt, jetzt fehlen noch ein paar Bürogebäude, da müssen wir dann mal gucken. Was ich mal noch prüfen wollte, ist, kriegen wir eine zusätzliche Plattform an diesem Zug? Ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir hier Platz gelassen haben. Weil da kann man dann die Zuggleise noch erweitern. Wenn wir die Insel mal ein bisschen umbauen, ist es vielleicht ganz sinnvoll, hier hinten noch einen Bahnhof zu haben, dann kommen die auch von A nach B. Aber zuerst werde ich jetzt die Häfen bauen. Ich will einen Hafen haben, einen Personenhafen. Ehrlich gesagt will ich drei Stück haben. Einen hier, irgendwo, einen auf der anderen Seite der Insel und einen im Industriegebiet, weil das ist ja auch eine Möglichkeit, die können dann quasi mit der Fähre zur Arbeit kommen. Das finde ich ist eigentlich auch was, was eigentlich ganz gut geht. Und ich fange mal hier vorne an, weil hier vorne ist der meiste Platz tatsächlich. Wo läuft denn eigentlich die Schiffsstraße? Lass mich mal gucken, hier vorne.
Hier kriegen wir leider kein Schiff durch. Da müssten wir die ganze Brücke umbauen. Das heißt, ich werde den Hafen vermutlich hier hinsetzen. Dann kommen wir nämlich hier raus. Und hier links rüber vermutlich nicht, aber das ist nicht so schlimm. So, deinen Passagierhafen, den wollen wir hier hinsetzen. Ich denke, ja, da müssen wir mal vielleicht sogar ein bisschen weiter hoch, damit ich da mit der Schiffsstraße wieder rauskomme. Das heißt, ich werde hier. Oh, das ist jetzt schwer, weil da läuft die Straßenbahn. Da unterbrechen wir unsere Straßenbahnlinie, glaube ich. Jupp. Das heißt, ich pausiere das Spiel einfach mal kurz, dass uns das hier nicht alles um die Ohren fliegt. So, und mache jetzt hier erstmal ein ordentliches Stück Straße weg. Und dann setzen wir hier einen Hafen hin. Hier mal frei platzieren, bitte. So, also ist es eigentlich egal, wie weit ich ihn rein oder raussetze, offensichtlich schon. Gut, wir können ihn ja auch noch verschieben. Ich setz ihn mal hier hin. Da komme ich mit der Straße nämlich nicht raus, ne? Puh, das ist eine sechsspurige, ne? Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwer. Da komme ich hier mit der Straße nicht mehr raus. Das heißt, wir müssen hier vielleicht ein bisschen umbauen. Ne, ich komme hier vorne ran, dann passt das aber mit dem Kreisverkehr nicht mehr. Ich schließe jetzt erstmal da hinten an. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Erstmal bis hier, das passt. So, jetzt mache ich hier nochmal ein Stück weg und dann kriegen wir das hier, glaube ich, angeschlossen. Da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, das passt soweit. Jetzt muss man hier vorne wahrscheinlich ein bisschen umbauen. Was ist das denn hier? Das ist Gewerbegebiet. Ich denke, das müssen wir ein bisschen anders machen. Das heißt, ich nehme hier jetzt mal ein bisschen von dem Gewerbegebiet raus. Ich mache das mal weg und ich mache die beiden mal weg. Tut mir leid für euch. Dann nehmen wir mal den Kreisverkehr. Ist hier auch Straßenbahn drauf? Nope. Das heißt, ich nehme jetzt mal den Kreisverkehr raus. Ja, das Gewerbegebiet kommt auch noch weg. So. Und das Stück Straße weg. So, und ich denke, jetzt können wir das zumindest mal erstmal da vorne anschließen. Hier raus. Ja, da wird es jetzt schwer. Da müssen wir mal gucken. Ich muss erstmal. Könnt ihr das Gebäude mal bitte abreißen? Schneller. Ich mache das mal platt für euch. So. Ja, das wird schwer. Ich glaube, das war auf 2,5, wenn mich nicht alles getäuscht hat. Ja, dann kriegen wir es auch ran. Machen wir das mal so. Oh, das war nicht auf 2,5. Da haben wir jetzt einen Knick in der Straße. Okay, dann war das doch nix. Kriege ich das hier drüben vernünftig angeschlossen? Ja, eigentlich schon, ne? So. Ich denke, das passt ganz gut. Und vielleicht können wir den Kreisverkehr jetzt hier hin machen. Da sind wir zu nah am. Ja, da sind wir wahrscheinlich zu nah am Hafen. Ah, das wird knifflig. Also wenn ich das. Ich mache es mal frei. Wenn ich das hier anschließe, sind wir wahrscheinlich für einen Kreisverkehr. Nee, es geht. So, zack, hier den Kreisverkehr hin. Wunderbar. Dann passt das wieder. Dann müssen wir jetzt schnell die Bäume wieder pflanzen. So, da parkt nämlich niemand. Vom Hafen parkt auch niemand. Aber da machen wir Bushaltestellen und Zeug hin. So. Ja, ich mache jetzt mal ein paar Bäume hin. Da parkt jetzt erstmal niemand. So, dann muss ich die Straßenbahn wieder verbinden. So, wo lief die denn?
Wieso lässt er mich jetzt hier? Ach so, ich bin. Doch, ich bin bei der Straßenbahn. Warum lässt er mich die. Muss ich das Ersetzen-Tool nehmen, ne? So. Die lief hier oben rum tatsächlich. So. 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 So, wo ist sie? Hier oben. So, jetzt müsste sie eigentlich wieder verbunden sein. Das heißt, die Linie, die müsste jetzt auch wieder laufen. Ja. So, dann kann ich Pause wieder wegmachen. Ich denke, das passt. Was macht das Wasser hier denn? Habe ich hier... Das sah so aus. Okay, das hat ein bisschen gebraucht, dass ich sah aus, als hätte ich Wasser im Kreisverkehr. So, damit haben wir einen Hafen. Das finde ich sehr gut. Der Hafen selbst hat zwar einen Parkplatz. Ich glaube, es wäre aber ganz gut, noch einen hinzustellen. Er braucht auf jeden Fall auch öffentlichen Nahverkehr. In irgendeiner Form. Vermutlich auch eine U-Bahn-Anbindung. Guck mal, wir haben hier oben eine U-Bahn. Warum habe ich hier zwei U-Bahn-Stationen? Das ist ein bisschen viel, oder? Ach nee, das ist Straßenbahn. Moment. Ich bin jetzt aber bei der U-Bahn. Wo sehe ich denn die... U-Bahn ist hier. Es ist wirklich schwer zu sehen. Ich guck mal unterirdisch. So, da sieht man es doch besser. Guck mal, da kann man doch die U-Bahn, die am Bahnhof vorbeigeht, eigentlich auch über den Hafen schleifen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ist hier auch eine Haltestelle oder sieht das nur so aus? Hier ist tatsächlich auch eine Haltestelle. Da können wir doch den Hafen noch dazwischen packen, oder? Ich denke schon. Da können wir den Hafen noch dazwischen packen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Hat der Hafen selber eine U-Bahn-Station? Lass mich mal gucken, nicht, dass ich es wieder falsch mache. Ein zusätzlicher Pier, ein Transitterminal, eine integrierte Busstation und ein Taxistand. Mist. Kriegt er aber. So. U-Bahn hat er leider keine. Ein zusätzlicher Pier für weitere Schiffe. Das können wir uns, glaube ich, erstmal sparen. Das gucken wir dann, wie es läuft. Okay, er kriegt dann auf jeden Fall noch eine U-Bahn-Station. Ich glaube schon. Die mache ich. Die muss ich auf die andere Straßenseite machen. Das heißt, es wäre eigentlich eine Fußgängerbrücke eigentlich ganz gut. Fände ich. Die können wir nur vorm Hafen schlecht machen, weil da kommen die Leute in 100 Jahren nicht rüber. Ich glaube, ich arbeite erstmal mit einem Zebrastreifen. Hier. Na? Normalerweise kann man das ganz schön hier rüberziehen. Und dann macht er da einen Zebrastreifen hin. Hier wollte er einen hinmachen. Na? Jetzt macht er einen. Okay. Dann muss ich hier wahrscheinlich ein Stückchen Gehweg bauen, damit er einen Zebrastreifen hinmacht. Aber keine Fußgängerampel. Ein Zebrastreifen reicht mir. Nicht gleich eine ganze Ampel weg. Oh, das geht nicht. Das gibt wirklich eine richtige Fußgängerampel. Na gut, und wenn ich das Stückchen jetzt wegmache, na, da verschwindet auch der Zebrastreifen wieder. Das ist ja fies. Na gut. U-Bahn. U-Bahn-Station. Bitte hier. So. Sehr gut. Dann mache ich halt diesen Stück Gehweg hier noch ein bisschen länger. So, dann kommt ihr nämlich hier rüber in die U-Bahn-Station. Das kann sein, dass es hier ein Ultraverkehrschaos gibt, wenn hier 10 Millionen Leute über die Straße wollen. Das müssen wir mal beobachten. Unter Umständen müssen wir halt dann doch gucken, wie man da eine... sagt's mir, eine Fußgängerbrücke hinkriegt. So, dann gucken wir jetzt einmal, wie wir das mit den Gleisen hinkriegen. Einmal nach unten. So, und jetzt U-Bahn. Warum? So. Hier ist der Bahnhof. Das heißt, wir gehen mal hier direkt an der Abfahrt hin. Und machen das da hoch zu.
So. Und das kriegen wir doch 100 pro daran. Zack. Einmal hier ran. Und dann im Prinzip wieder zurück davor, ne? Das ist ja eigentlich schon alles. Das sollte ja eigentlich halbwegs vernünftig funktionieren. Ja, das sieht gut aus. Und dann hier ran. So, und dann werden wir diese Linie, die wir hier haben. Die Frage ist, oh je. Ja, das ist einmal, oh je, Mini. Okay. Wir versuchen unser Glück. So, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Hilfe. So, einmal hier rüber bitte. So, da ist da jetzt noch eine weitere mit drin. Und die U-Bahn-Linie 4, die packen wir auch noch da hoch. Oh! Hier hin. So. Das heißt, wenn ich jetzt auf den Linienplan gucke, dann fahren die hier oben rum. Richtig? Richtig. Hier hoch. Hier kommen sie wieder runter. Passt perfekt. Wunderbar. Dann kann ich sogar dieses Stück U-Bahn-Linie entfernen. Huh. Das braucht dann niemand mehr. So. Sehr schön. Damit hat der Hafen auch seine eigene U-Bahn. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Oh, mein U-Bahn-Netz. Das sieht auch arg wild aus, ne? Nutzt eigentlich irgendjemand die U-Bahn, die hier rüber geht ins Industriegebiet? Sind wir mal ehrlich, was fährt denn da für eine U-Bahn-Linie? Das ist die U-Bahn-Linie 2 und die U-Bahn-Linie 2 und? Ich sehe die gar nicht. Moment, U-Bahn. Die U-Bahn-Linie 2, ja, 128 Menschen. Nicht so viele, aber immerhin. Und die grüne, das ist die auf die andere Seite, das ist U-Bahn-Linie 1, da fahren immerhin 224. Okay, also sie nutzen die U-Bahn schon, um ins Industriegebiet zu kommen. Nicht so viel, wie ich es gerne hätte, aber sie nutzen sie. Von daher bin ich damit an der Stelle erstmal ganz zufrieden. So, damit haben wir den ersten Hafen gebaut und den zweiten Hafen, den würde ich tatsächlich gerne hier rübersetzen. Oh, stimmt, hier mussten wir ja auch noch was tun, ne? Hier ist auch nicht mehr gut. Das war ja auch hier drüben, wo es so staut, ne? Obwohl, aktuell geht's eigentlich. Seit wir die Ampeln weggemacht haben, geht's. Okay. Gut, dann würde ich den zweiten Hafen tatsächlich gerne hier hinsetzen. Da ist es leider, sieht es hier vom Ding nicht so ganz toll aus. Da haben wir damals nie das Gebiet in Ordnung gebracht. Das ist ein bisschen ungünstig, ne? Oh je. Ja, eigentlich müsste da die Farm da nochmal weg. Eigentlich müsste das alles hier nochmal weg und müsste erstmal geebnet werden. Auch der ganze Holzfäller, das gefällt mir überhaupt nicht hier. Es ist ja eben, hier drüben haben wir es ja eingeebnet. Vielleicht kann ich von hier drüben, ja, aber das geht nicht, weil da seht ihr, hier ist die Kante. Hier ist die Kante. Ja, wir müssten das eigentlich abreißen und neu machen. Es ist hier nicht schön. Ja, guckt euch diesen Berg an, der da entsteht. Eigentlich müsste man das nochmal ganz frisch machen. Das werden wir auch tun. Das werden wir auch tun. Aber nicht heute, weil dazu müssen wir es neu bauen. Ich baue jetzt erstmal den Hafen und gucke mal, ob das funktioniert. Das wäre mir jetzt erstmal das Wichtigste. Den wollen wir hier hin machen. Ich werde das Ganze mal ein bisschen... Was war das denn? Okay, das wollte ich nicht. Das war jetzt so gar nicht das, was ich wollte.
Eher so. Eher so. Das zumindest mal ein bisschen anflachen. Und wenn ich da jetzt an diese Küste jetzt einen Hafen setze, das geht. Natürlich nicht. Oder? Ja, da ist zu viel. Da ist zu viel. Eigentlich müsste diese Insel hier weg. Eigentlich müsste diese... Können wir die wegmachen? Ja, probieren wir unser Glück, wenn ich das hier wegmache. So, komm. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Ja. Naja. Ist auf jeden Fall erstmal weg. Und dann müssen wir gucken, ob wir das hier vielleicht ein bisschen gerader hinkriegen. So vielleicht. Vielleicht kriegen wir da jetzt einen Hafen hin. Ja, kriegen wir sogar. Wo ist die Schifffahrtsstrecke? Da vorne. Wobei wir den, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir den schon brauchen. Hier hinten wohnt ja auch noch niemand. Das ist später mal, wenn wir hier noch... ja, nee, den spare ich mir jetzt erstmal. Wir machen den am Industriegebiet. Der wäre mir wichtiger. Und den würde ich tatsächlich hier drüben hinmachen. Dann können die nämlich mit dem Schiff zur Arbeit fahren. Ich glaube, das ist eine coole Idee. Gucken wir mal, ob wir den doch nicht hier hinkriegen. Problemlos sogar. Problemlos. So, dann kriegt er einen Straßenanschluss. Das wäre wichtig. So. So. Und so. Dann hat er hier seinen Anschluss. Wie ist das eigentlich mit dem Tunnel? Okay, da könnten Leute laufen. Die müssen halt irgendwie dann darüber ins Industriegebiet. Und ich spiele gerade ernsthaft mit dem Gedanken. Das müsste doch theoretisch gehen. Passt mal auf. Kann ich über diese dicke Schnellstraße nicht eine Fußgängerbrücke machen? Doch, kann ich. Problemlos sogar. Das ist doch wahrlich kein weiter Weg, oder? Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. Passt mal auf. So, jetzt gehen wir mit der Industrie hier hin, entfernen dieses eine Gebäude. Sorry, euch gibt's nicht mehr. Industrie weg, dann schließen wir die Straße voll hier vorne an. Oh, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Nee, ohne dass er die Gebäude... Warum reißt er denn jetzt schon die Gebäude ab? Was soll das denn? Ist alles nicht schön. So, mit Fußgängerüberweg. Sehr schön, dann haben wir sie einmal hier drüben. Dann kannst du hier sogar wieder ein kleines Industriegebäude hinsetzen. Sogar zwei. Sehr schön. So, und dann müssen wir hier drüben... Da passt ja auch noch ein bisschen Industrie hin, wenn man ehrlich ist. Ja, dann muss ich die Fußgängerbrücke vielleicht noch ein bisschen länger machen. Wo sind wir zu Hause? Hier, das da war's. 6,25. Ich mache sie mal ein Stückchen länger. Und dann kriege ich hier doch auch die Straße unten durch. Ja, vielleicht muss ich. Einmal so kurz. Machen erst die Straße und gucken mal, ob wir da jetzt nicht die Brücke eher rüber kriegen.
Da, jetzt geht's. So. Zack. Finde ich sehr gut. Dann werden wir dem Ganzen hier, das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Ach, das geht jetzt wieder nicht wegen der Fuß... Diese Fußgängerbrücke. Sie macht mich fertig. So, ah, da drüben ist es ja sogar schon. Dann muss sie nochmal kurz weg. Man muss wirklich erst die Straße fertig machen. So, eine Schallschutzmauer. Wunderbar. Und jetzt die Brücke. Geht doch. Geht doch. So, da haben wir eine schöne Fußgängerbrücke. Dann können die Leute doch zu Fuß vom Hafen darüber laufen. Das geht doch. Das ist doch nicht das Problem, oder? Das ist doch so weit nicht. Ein bisschen ein Fußmarsch am Morgen. Das tut doch niemandem weh, oder? So, bitteschön. Einmal so. Und ich denke, dann machen wir hier noch Straße. So, finde ich gut. Können wir da noch ein bisschen mehr Schallschutzmauer machen? Können wir nicht, weil es auf die Brücke geht, ne? Brücke kann keine haben. Okay, dann bleibt das so. Dann mache ich noch... Hier eine Sackgasse. Und hier eine kleine Sackgasse. So, das passt. Das sollte fußgängerwegtechnisch eigentlich ausreichend sein. Dann baue ich doch hier schon mal ein bisschen Industrie hin. An den Hafen. So, und dann können die hier nämlich auch mit dem Schiff herfahren. So, und jetzt müssen wir eigentlich das Zeug nur noch verbinden. Mit einem... Ein mittlerer Seeweg? Ist das das, was wir hier haben? Ich denke doch schon, oder? Kannst du doch direkt hier vorne anschließen. Jetzt wenden die Schiffe da drin wahrscheinlich, ne? Also ist es vielleicht ganz gut, wenn ich das da mal noch kaufe. Dann könnt ihr doch auch hier vorne rausfahren wieder. So. Der Hafen und unseren anderen Hafen hier hinten, den sollten wir hier oben anschließen, denke ich. Hier kommen wir nicht durch, ne? Das habe ich halt befürchtet. Das wäre so schön gewesen, wenn man hier hochkäme, ne? Das wäre wirklich gut gewesen, aber das kriegen wir nicht hin. Aber wir kriegen wahrscheinlich hier eine enge Kurve hin. Das passt, ja. Und dann müssen wir halt hier hoch. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich auch eine ganze Fläche kaufen. So, reicht das schon? Nicht ganz wahrscheinlich. So, können wir eigentlich diesen Seeweg ein bisschen aufwerten hier, den wir hier haben? Dazu müssen wir aber noch mehr von diesem Gebiet kaufen. Ja, was soll's. Ach, was soll's. Her damit. Genau, jetzt kann man vielleicht diesen Seeweg hier ein bisschen mal vergrößern. Weil da fährt jetzt doch schon einiges an Schiff, glaube ich. Ach, hier darf ich jetzt wieder nicht, weil... Oh, da ist jetzt wieder die Brücke im Weg. Die haben wir nur so gebaut. Da... Oh je, da müssen wir dann auch nochmal ran. Ist hier wahrscheinlich das Gleiche, ne? Ja. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Naja. Da müssen wir dann überall nochmal ran. So, da kann das Schiff nämlich auch im Kreis fahren. So, und jetzt brauchen wir... Oh Gott.
jetzt brauchen wir Schifflinien. Oh je, meine. Ich überlege gerade, wo kommen die Schiffe eigentlich her? Also normal hat man ein Busdepot, ein Straßenbahndepot. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich irgendwann mal... Was ist denn mit meinem Frachthafen passiert? Der steht ja unter Wasser. Was zur Hölle? mein Frachthafen ist weg. Hä? Was ist da denn passiert? Das sieht ein bisschen komisch aus. Ich hoffe, das ist nur ein Grafikfehler, der nach Neuladen weg ist. Das sieht nämlich ein bisschen komisch aus. Gut. Naja. Jetzt machen wir noch eine Schifflinie. Eine Passagier-Schifflinienwerkzeug. Oh Gott. Was ist hier denn los? Ah, das sind die Busse. Oh Gott, wie viele Bushaltestellen sind denn hier? Okay. Oh, eine Straßenbahnhaltestelle wäre hier auch noch gut. Fällt mir auf. So, von hier eine neue Route. Nach hier. Und wieder zurück. Dann können sie einmal von da hinten kommen. Dann machen wir eine weitere Route. Die mache ich mal rot. Von hier nach hier. Und wieder zurück. So, und dann gibt es noch einen ins Industriegebiet. Da müssen wir dann mal gucken, ob die überhaupt irgendjemand fährt. So. Damit dürften hier jetzt eigentlich auch Schiffe fahren. Jetzt kriegen die hier auf jeden Fall noch eine Straßenbahnhaltestelle. Straßenbahn. Straßenbahnhaltestelle. Die können wir problemlos hier hinmachen am Hafen. Zack. Und dann sollte ich diese Linie, die hier fährt, damit dran schließen. Das ist aber nicht so einfach, ne? Oh, wir sind bei der U-Bahn, deswegen geht's nicht. Straßenbahn. Die lässt sich nicht ziehen, leider. Ah, das geht ja gar nicht hier. Ja, ich mach's immer falsch. Ich muss es hier machen. So, das war's schon, ne? Jetzt haben wir hier eine Haltestelle am Hafen mehr. Und wie sieht's mit Buslinien aus? Wir haben ja... Hier ist nicht mehr viel mit Bus, ne? Wir haben noch einen Bus, der hier vorne vorbeifährt, tatsächlich. Das ist diese hellblaue Linie. Das ist die Buslinie 10. Die ist 16%. Ist das ein zu weiter Weg, wenn ich die noch da oben rüber schleife? Wahrscheinlich schon, ne? Ich glaube, ich mache mal eine extra Buslinie nur zwischen Bahnhof und Hafen. Und gucken, ob da jemand fährt. Das kann man ja dann zum Umsteigen nutzen eigentlich. Ich fürchte, da fährt kein Mensch, aber wir probieren es einfach mal aus. Wir setzen da einfach einen Bus drauf und gucken, was passiert. Einfach von hier. Ja, wir könnten da oben ins Wohn- und Gewerbegebiet ja auch noch eine Haltestelle reinsetzen vielleicht. Das könnte man ja mitnehmen, weil hier sind ja noch jede Menge Büros und Wohngebiet. Das kann man doch, denke ich, schon mitnehmen. Oder? Ich denke schon. So, und jetzt machen wir doch nochmal die Linie von hier. Dann fahr doch hier oben rum und am Hafen vorbei. Okay, jetzt 5000 Buslinienanschlüsse. nehmen wir einfach mal den ersten. Und dann wieder zurück. Wir machen da einfach mal eine Buslinie draus. Wir setzen nur einen Bus drauf. Wir gucken erstmal, wie das läuft. So, die habe ich gerade erstellt. Genau, Moment, ja. Wir setzen da Fahrzeuge, zugewiesene Fahrzeuge. 2, mehr nicht. Wir gucken erstmal, wie die läuft. Ob da überhaupt jemand fahren möchte. So, oh, da kommt das erste Schiff. Ohne einen einzigen Passagier. Das ist tragisch. Ja, okay, aber aktuell ist hier halt auch noch nicht so viel los. Da kommt... Ui. Okay, da sitzt noch keiner drin. Schifflinie 3. Schifflinie 2. Schifflinie 1. Okay, das sind Schiffe für alle erstmal. Die erste Straßenbahn hält. Da läuft schon jemand.
Da laufen doch schon die ersten Leute. Guck mal. Der geht hier schön in die U-Bahn. Ach, wisst ihr, ich habe hier extra einen Gehweg hingebaut. Warum läuft der in der Luft? Um Gottes Willen, warum kommen denn da so viele Straßenbahnen? Da ist ein Hund unterwegs, alleine. Boah. Diese Geräuschkulisse. Okay, da sitzen jetzt noch keine Leute drin. Die Schiffe fahren hier ineinander rein. Naja, lassen wir sie das mal machen, bis sich das eingependelt hat. Aber das sieht doch gut aus. Ich denke, dann kann man hier jetzt nochmal ein Wohngebiet reinbauen. Das ist doch eine gute Sache. Da ist schon eine Schule. Da ist noch ein bisschen Platz. Wie sieht es denn aus, schultechnisch? Ja, Grundschule. Wir bräuchten auch noch eine Sekundärschule. Oh. Ja, wir brauchen so einiges, ne? Aber dann bauen wir hier doch noch ein Wohngebiet rein. Ich glaube, das ist das Letzte, was wir heute tun. Hier haben wir doch direkt einen Anschluss. Können wir direkt hier rein zu. Das finde ich eigentlich ganz gut. Dann ziehen wir das erstmal gerade durch. Bis nach hier hinten. So, und dann müssen wir mal gucken, ob ich das einfach gerade hier hochziehe. Da ist jetzt hier natürlich genau an der Stelle die U-Bahn-Haltestelle. Machen wir es erstmal so. Ich muss hier oben anfangen, damit das besser funktioniert. So, ich denke, ich mache das dann hier raus. Müssen an der Stelle aber gleich dafür sorgen, dass die Ampel verschwindet, sonst vergesse ich es wieder. Und die Fußgängerüberwege. So. Müssen wir mal gucken, wie wir... Ja, das geht aber so schon. Ich glaube, das geht so schon. Ups. So. Hä, warum? Ach so, ich dachte, ich war der Meinung, ich hatte umgestellt. Hatte ich aber wohl nicht. So. Na, dann nicht ganz. Nein, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das muss anders gehen. Vielleicht ist es tatsächlich besser, ich mach's einfach draußen an die Straße hier. Ich glaube, das ist die bessere Variante. Das einfach da draußen anschließt. Da müssen dann aber überall die Ampeln weg. Da müssen wir dran denken. Da muss alles weg, was da an Ampeln ist. So, ich denke, das ist so besser. So. Dann lasst mich einmal da drüber gehen. Ampel weg, Ampel weg, Ampel weg. Überall bitte. So, und die Zebrastreifen auch. Vielleicht ist das hier noch eine Möglichkeit. Das sollten wir vielleicht gleich in Betracht ziehen. Dann doch für den Hafen. Hier eine Fußgängerbrücke hinzusetzen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ich glaube, da kann man hier nämlich dieses Stück nutzen. So. Dann kommen die Leute aus dem Wohngebiet im Zweifel nämlich auch hier rüber zum Hafen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ups. So. Das finde ich gut. Dann kann man den Zebrastreifen hier vorne noch wegmachen. Den braucht dann niemand, wenn hier einer ist. So, dann kommen die Leute auch darüber. Ja, das ist okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
Und jetzt würde ich sagen, ziehen wir noch die Straße hier rüber. Wo ist das? Hier, ne? Ja. So, oh! Ich dachte, das hatte schon gepasst. Ja, hat ja auch gepasst. Ich habe es nur falsch angeschlossen. So, perfekt. Kleiner Kreisverkehr. Zack. So. Und dann werden wir einfach hier drinnen noch Straßen bauen. Und dann können wir da das nächste Wohngebiet hochziehen. Einmal. Zweimal. Und dann hier in der Mitte noch. Dreimal. Perfekt. Denke, das ist okay so. Dann fangen wir an mit Gewerbe, würde ich sagen. Gewerbe macht wieder die Grenze hier nach außen. So, und hier noch. Und ich würde sagen, hier, hier und hier noch. So, dann habt ihr erstmal genug Gewerbe. Das nimmt jetzt auch ab. Sehr schön. Und den Mittelbereich, den füllen wir komplett mit Wohnhäusern. Ich habe jetzt wieder nicht nach Dings geguckt, nach Unterhaltung. Aber das müssen wir dann halt im Nachgang noch reinfummeln im Zweifel. Genauso wie Feuerwehr, Polizei und so weiter. So, aber da können jetzt erstmal wieder Leute einziehen. Ich finde, das passt ganz gut. Schiffe sind hier definitiv unterwegs. Es sind, okay, das ist die gelbe Linie. Da arbeitet noch niemand. So, wie sieht es in unserem Hafen aus? Hier warten 14 Passagiere. Vier Linien? Achso, die Buslinie ist noch angegeben. Ja, da warten jetzt immerhin schon mal 14 Passagiere. Gucken wir doch mal, ne? Hier, da steigen ja immerhin schon mal zwei ein. Gut, es ist jetzt noch nicht übermäßig genutzt, aber ich denke, das braucht erstmal ein bisschen. Wenn ich da an unseren Bahnhof denke, da sah es am Anfang ähnlich aus. Und wir wissen, was da dann los war. Ich denke, das sieht mittlerweile ganz gut aus. Bin sehr zufrieden. Vielleicht hätte ich hier... Stadt, Moment, lasst mich noch mal kurz. Das noch mal wegmachen, bitte. Wir brauchen aktuell noch Büros. Stellt doch da mal noch ein paar Büros hin. Dann hätten wir das auch. So, unsere Industrie hier hinten, die hat sich auch angesiedelt. Das ist auch gut. Ja. Wunderbar. Oh je, Mine, wir brauchen wieder Leichenwagen bis zum Umfallen. Da ist doch vorhin ein Haus abgebrannt, ne? Okay, das haben sie schon wieder hingestellt. Das war hier, ne? Okay, wir haben schon wieder ein Leichenwagenproblem. Kann das sein? Ja, die Krematoriumsverfügbarkeit. Das ist ja unfassbar, wie bei uns die Leute. Die sterben ja, wie die fliegen. Das ist ja unfassbar. So, ja, das sind 30 Fahrzeuge unterwegs. Hm, das Problem haben wir immer noch, ne? Hier ist ein Krematorium, der ist auch volles Rohr mit allen unterwegs. Und ich hatte doch hier hinten auch nochmal eins gebaut irgendwo. Das sind auch volles Rohr 30 unterwegs. Das ist ja der Wahnsinn. Wir brauchen eigentlich noch ein weiteres Krematorium. Da kümmern wir uns aber in der nächsten Folge drum. Oh, hier fehlt Wasser. Was ist hier? Kein Strom und kein Abwasser, nichts. Hoppla. Der ist nicht an der Straße. Aber warum nicht? Weil die Straße hier so einen Knick macht, ne? Das ist sehr tragisch, tatsächlich. Kann ich ihn anschließen? Man kann ihn aber auch nicht wirklich anschließen, oder? Das Haus hat keinen Anschluss. Normalerweise hat das Haus einen Anschluss. Das hat nichts.
Das ist, ja, okay, dann geht hier halt einfach nichts hin, weil ich glaube, da kommt sich das Spiel in die Quere. Könnte ich mir vorstellen. Ich mach das mal weg. Ist natürlich schade, dann ist es hier zu kurvig. Ja, er zeigt mir hier ein Haus an, aber das... Ja, das geht nicht, ne? Vielleicht muss ich hier... Warte mal, vielleicht kann man das tricksen. Ich mach das auch mal weg. So. Vielleicht kann man da ein großes Haus hinsetzen, wenn ich das so mache. Na, er baut zwei. Er baut immer zwei, ne? Und das eine hat dann keinen Anschluss. Schade. Ne, dann geht dann nicht. Dann lassen wir das hier halt weg, ne? Das geht dann nicht. Da kriegen wir nichts dran. Gut. Hier klemmt's. Minimal. Minimal. Damit können wir noch leben. Hier vorne läuft's. Okay, jetzt gucken wir noch ein letztes Mal hier hinten. Ja, hier klemmt's auch. Da müssen wir vielleicht unter Umständen auch nochmal was tun. Vielleicht vor allem mal die parkenden Autos entfernen. Aber es geht. Es ist nicht so schlimm. Es ist jetzt nicht so schlimm. Aber sie wird zumindest mal gut genutzt, die Straße. Auch hier vorne klemmt es ein bisschen. Die mag ich. Auf der rechten Spur vorfahren bis ganz vorne und dann links einordnen. Ja, wobei der jetzt rechts abbiegt, aber der in der Mitte hat es gemacht. Hier müssen wir vielleicht auch was tun mal. Irgendwann, aber noch geht das. Also, dass da jetzt vier Autos stauen, das ist jetzt nicht so die Welt, glaube ich. Benutzt irgendjemand meine Fußgängerbrücke hier? Ja, guckt mal. Über die Schnellstraße. Ist das nicht cool? Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Ja, dann soll es das für die Folge erstmal gewesen sein. Hier hinten sind auch wieder alle eingezogen. Wir sind jetzt auf 93.000 Einwohnern. Ich will jetzt die 100.000 voll machen in den nächsten zwei Folgen. Definitiv. Da fährt ein riesen Güterzug mit Leer. Okay. Ah, der kommt aus dem... Ja, okay. Der kommt aus dem Nachbarort. Hier entstehen Bürotürme. Ja, das sieht mittlerweile schon richtig gut aus. Und dann müssen wir halt irgendwann anfangen, diese Schnellstraße hier innen durchzulegen. Aber erst brauchen wir Krematorien, Leute. Das ist aber definitiv sicher. Und ich glaube, hier hinten sieht es mit Krankenhaus nicht so gut aus. Feuerwehr geht. Polizei geht. Ja, Schulbildung geht, aber die Schulen sind halt schon wieder voll. Wir werden auch wieder Schulen bauen, ja. Dadurch, dass wir jetzt Leute hier angesiedelt haben, ist die Schule schon wieder fast voll. Wir müssen auch wieder was für die Bildung tun. Ich will auch noch eine medizinische Universität bauen. Hier fahren jetzt vier Leute, hier fahren drei. Hier fahren 52. Da geht es schon ein bisschen eher los jetzt. Mhm. Was macht das Schiff denn da? Der fährt ja voll auf den Hafen drauf. Ja, hier sind schon Leute und hier sind schon ordentlich Leute unterwegs. Ja, 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 ja. Das wird schon angenommen. Hier läuft's schon. So ist es nicht. Das finde ich ganz gut. Was ist das? Ein Tankwagen? Okay. Gefällt mir gut. Es wird angenommen. Das wird in den nächsten zwei Folgen wird das dann laufen, denke ich. Und dann werden wir hier weiter ausbauen. Finde ich gut. Gefällt mir, wie es vorangeht. Macht Spaß. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.